Hallo bei Phil's Philosophy. Wie unterscheiden sich präzise propositionale Erkenntnis einerseits und nicht propositionale prägnante Erkenntnis andererseits? Das ist die erste Folge von mehreren zur Frage des Nicht-Propositionalen. Im Folgenden will ich jetzt in einer Art Tabelle beide Wissens- und Erkenntnisformen nebeneinander stellen. Inhalt eines Satzes, der ein wahrer Aussagesatz ist, es trifft zu, dass P, das ist die Proposition, das ist diese propositionale Erkenntnis. Und auf der anderen Seite steht ein Wissen, eine Erkenntnis, das voll von Bedeutung ist, das aber eben nicht aufgeht in einer wahren Aussage, sondern irgendwie mehr, aber dafür nicht so präzise ist. Ein Beispiel, diese Rose duftet, ist ein Aussagesatz, der stimmt. Es ist die Sorte XY, ja. Wahre Aussagen über Eigenschaften und Rosensorte. Auf der anderen Seite haben wir das Wissen darum, wie es sich anfühlt, einen Rosenduft zu riechen, wahrzunehmen. Das ist sogenannte Phänomenwissen. Ein weiteres Beispiel sind die praktischen Fähigkeiten, also praktisches Können. Die Kurzschwungtechnik beim Skifahren auf schwarzen Pisten setzt sich aus folgenden Bewegungen zusammen und dann müsste man die richtig aufzählen. Das wäre die präzise Definition und Beschreibung, das ist propositional. Und auf der anderen Seite wäre das Können dieser Technik selbst. Ich mache die Kurzschwungtechnik automatisch. Ich könnte gar nicht sagen, wie genau. Das ist das praktische Wissen im Sinne von etwas können. Und dann gibt es noch ein Beispiel, Stichwort Metapher. Die Aussage, die ich treffen kann, heißt, meine Vorfahren kommen aus Gebieten, die heute Polen und Russland sind. Das ist eine wahre Aussage über einen Sachverhalt. Und wenn ich es aber mit der Metapher der Wurzel ausdrücke, dann sage ich, meine familiären Wurzeln liegen in Gebieten, die heute Polen und Russland sind. Diese Metapher trägt mehr Bedeutung, transportiert gewissermaßen eine Geschichte, die bis heute anhält. Und letztes Beispiel. Es gibt in dem menschlichen Leben Situationen, in denen man aus Verzweiflung schreien muss. Und der andere Wissenstyp wäre das Bild, etwa was sehr bekannt ist, Edvard Munchs Bild Der Schrei. Und das wäre eben ähnlich wie die Metapher, ist das Bild auch eine nicht-propositionale Erkenntnis, weil es kein Aussagesatz ist. Wir haben jetzt also Wissen zu diesen vier Beispielen: Rose, Skifahren, Vorfahren und dieser Sache mit dem Schrei. Und fassen jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Propositional heißt begriffliches Wissen. Es geht immer um Begriffe. Es ist sehr präzise, weil es definiert und auf Allgemeines bezogen. Ganz wichtig: etwas wird als etwas wiedererkannt oder erkannt und beschrieben. Im Sinne von bestimmt, so wie auch eine Pflanze bestimmt werden kann, das ist eine Rose zum Beispiel oder ein Mitglied der Rosenfamilie, der Rosengewächse. Ja? Und das anschauliche Wissen, das Nicht-Propositionale, ist eben nicht präzise und vor allem nicht begrifflich. Es ist prägnant, voll von Bedeutung. Wir dürfen hier an den englischen Begriff pregnant, schwanger, denken. Auch man sagt ja auch bedeutungsschwanger, also das ist sozusagen eine Fülle. Und es ist nicht auf Allgemeines, sondern auf Einzelnes und Besonderes bezogen und es bestimmt nicht, subsumiert nicht unter einen Begriff. Aussagesätze, die wahr oder falsch sein können, das hatten wir schon gehört. Und auf der anderen Seite das nicht-propositionale Wissen, das entweder Phänomenwissen, wie fühlt es sich an und so weiter, das praktische Können oder Metaphern oder auch Bildern. Diese vier Beispiele werden auch in einer Serie von Beiträgen hier behandelt. Jetzt aber die Frage, weshalb interessiert sich die Philosophie so sehr für die präzise, propositionale Erkenntnis und weshalb interessiert sie sich so wenig für die prägnante, propositionale? Und da sehe ich zwei Gründe. Der erste, die Philosophie bringt beide Erkenntnisformen in eine hierarchische Reihenfolge. Das unsichere, subjektive, prägnante, bedeutungsschwangere, nicht-propositionale Wissen, es steht so gewissermaßen am Anfang und muss überführt werden in, und dann kommt das eben sicheres, objektiv, allgemeines, präzises, propositionales Wissen. Man könnte auch sagen, aus dem Gefühl muss Verstand werden, so ein bisschen umgangssprachlich.
Aus bloßer Empfindung muss ein wahrheitsfähiger Aussagesatz werden, der dann logisch argumentativ diskutierbar ist und eben auch begründbar ist. Man kann das zusammenfassen. Das nicht-propositionale Wissen ist stets nur das vorpropositionale Wissen. Das meine ich mit der hierarchischen Reihenfolge. Und die Philosophie interessiert sich nicht für das subjektive Anfangsprodukt, sondern eben für das objektive Endprodukt. So könnte man es sagen. Ein weiterer Grund, weshalb sich die Philosophie nicht für dieses nicht-propositionale Wissen interessiert: die Beispiele dafür, ja, für dieses Wissen, scheinen einfach nicht wichtig für das philosophische Denken. Ja. Der Duft einer Rose oder das Skifahren, das ist einfach alles uninteressant für Philosophie eigentlich. Oder eben auch Metaphern und Bilder, das ist vielleicht ganz schön für den Anfang, aber dann soll es eben in das Präzise über. Das sind alles nur Vorstufen. Und das sind die Gründe, warum das nicht-propositionale Wissen es so schwer hat. Aber jetzt kommt die These in diesem Beitrag, das nicht-propositionale Erkenntnis selbst ist schon ein zentraler Teil von Philosophie. Nicht erst, wenn sie als Vorstufe und Durchgangsstadium überführt wird in propositionale Erkenntnis. Das ist also der Sinn dieser Folge und dieser kleinen Serie, um das zu zeigen. Beide Erkenntnisformen stehen nicht hierarchisch übereinander, sondern gleichberechtigt und eben komplementär nebeneinander. Das betonen die Theoretiker dieser Unterscheidung immer besonders. Manchmal geht der Weg dabei von der vorpropositionalen, zum Beispiel subjektiven Erkenntnis zur propositionalen, zur objektiven. Aber manchmal geht es auch andersrum. Wir glauben, etwas zu wissen und merken, wir haben schon viel zu viel verstanden und das Phänomen, um was es uns geht, reduziert, verloren, tot erklärt. Ja. Und dann müssen wir zurück von den Aussagesätzen zum nachpropositionalen, nicht mehr propositionalen Wissen. Beispiele für nicht-propositionale Erkenntnis können sehr wohl auf dem Gebiet der Philosophie liegen. Wenn man mal das Phänomenwissen nimmt statt Rose und Duft, kann man auch mal sagen, was ist denn die Erfahrung, wie es sich anfühlt, Frau zu sein? Das hat Simone de Beauvoir zum Zentrum ihres Denkens gemacht. Und dafür braucht es Phänomenwissen. Oder das praktische Können. Ja. Statt Skifahren kann man auch mal von der Schau und der Praxis des Guten sprechen, wie zum Beispiel bei Platon oder eben auch von Praxis bei Aristoteles. Und Metapher, da gibt es eben auch Metaphern aus dem Bereich der Philosophie, wie zum Beispiel der Mensch ist ein Schilfrohr, das denkt. Die Take-Home-Message, wozu die Unterscheidung propositionale und nicht-propositionale Erkenntnis anregt, das ist jetzt meine Take-Home-Message. Achtet in eurem Alltag mal auf die Unterschiede. Präzises Wissen, das in wahren Aussagesätzen steckt, das ist der Fall, das P, kommt vor und genauso kommt prägnantes Wissen vor, von dem Typ, wir kennen etwas, aber ohne es exakt definieren zu können. Das wäre mal etwas, auf das man achten kann. Und dann versucht mal auf der Grundlage von diesem prägnanten, bedeutungsvollem, aber eben nicht exakt präzisem Wissen, das ist jetzt das wichtig Philosophische, auf Grundlage dieses Wissentypus versucht mal etwas Allgemeines zu diskutieren, also aus dem subjektiven Wissen heraus etwas Allgemeines zu diskutieren. Und das war das Beispiel mit dem Schrei. Man könnte sagen, ja, mitunter müssen Menschen aus Verzweiflung schreien. Und da leitet sich die Frage, was ist der Mensch für ein komisches Wesen, ja, dass er sein eigenes Leben oft so wenig aushält. Dabei bekommt ihr eine Vorahnung, weshalb auch nicht-propositionales Wissen zentral für Philosophie ist. Das war die erste Folge des Nicht-Propositionalen. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.